Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei meinem Kanal Whisky Evening. Mein Name ist André und heute bin ich bei meinem Freund, der auch André heißt. Hallo. Der eine oder andere hat ja schon mal in einem anderen Video gesehen, als wir besprochen haben, den Linkwood von The Malt Man. Ja, warum bin ich heute hier? Leider wollte ich mich gerade verabschieden vom André, der auf unsere Tour dieses Jahr 2018 nicht mit kann. Und vor 2 Wochen hatte er Geburtstag und wir haben ihm ein, ich hoffe, wunderschönes Geschenk gemacht. Also es war jedenfalls Besonderes, auch das geheim zu halten. Das ist ja so die Vorfreude auch von denen, die schenken. Und da nochmal schönen Dank an die Kollegen Miro, Ralf und Thorsten, die alle damit zusammengelegt haben. Ja, diesen Whisky hat er heute nun schon geöffnet und wollte mich kurz probieren lassen. Und weil das eine so besondere Flasche ist, habe ich mir überlegt, oh, lassen wir euch mal teilhaben. Ja, deswegen bin ich auch nicht vorbereitet vom T-Shirt her. Ich habe auch kein Wolfburn-T-Shirt. Ich renne halt immer gerne mal mit einem Benriach-T-Shirt rum. Und vielleicht kann der eine oder andere das sehen. Die Regale von André sind auch alle voll mit Benriach. Ich habe ihn etwas angesteckt. Wolfburn hat er selbst lieben und kennengelernt. Also erst kennen, dann lieben gelernt. Auf unserer Tour letztes Jahr. Und warum? Gibt es eigentlich einen Grund, warum du Wolfburn so sehr magst? Er ist von seinem Alter her, es sind ja im Durchschnitt 3 Jahre und gut, der Älteste ist jetzt 4 Jahre alt, eine absolute Qualität, fruchtig, also überzeugt. Und wenn man nicht wüsste, dass er so jung ist, also ist genau. Ansteckend. Ach, das stimmt. Beim Blind Tasting ist wirklich so, dass man manchmal nicht wüsste, dass es so ein junger Whisky ist. Wir waren auch überrascht, wie gut der nach so kurzer Zeit schon schmecken kann. Aber die schaffen das, weil sie oftmals sehr kleine Fässer nehmen und da der Whisky wahrscheinlich etwas schneller, nicht wahrscheinlich, sondern da drin der Whisky etwas schneller reift. Jedenfalls für die ersten Abfüllungen. Die haben natürlich auch große Fässer verwendet und abgefüllt. Und ja, aber da muss man natürlich noch ein paar Jahre warten, bis die großen dann reif sind. Und jetzt lassen wir uns mal bei dem überraschen. Ach so, um welchen Whisky handelt es sich denn? Eine Spezialabfüllung und zwar zu Ehren des Herrn, André, jetzt richtig komplett verdeckt, ja, ist okay. Konrad Gessner. Und dieser Konrad Gessner, der lebte von 1516 bis 1565. Und das war ein Naturwissenschaftler und ein Allround-Talent seiner damaligen Zeit, ist viel gereist, hat viel dadurch gelernt natürlich. Und warum die Hommage von Wolfburn an diesen Schweizer Arzt, der dann, ach, ich habe es mal nachgelesen, jedenfalls wurde irgendwann mal Stadtchirurg oder Stadtarzt von, was habe ich vorhin gesagt, Zürich? Von Zürich, glaube ich. Ja. Von Zürich wurde er Stadtarzt, aber vorher ist er viel durch die Welt gereist. Und er hat bei seinen Aufzeichnungen, er war ja auch, wie nennt man das, Enzyklopädist, hat er verschiedene Sachen gezeichnet, wie zum Beispiel hier so verschiedene, naja, Ungeheuer und was auch immer. Und auch diesen Seewolf, diese Legende, die hier bei Wolfburn eine Rolle spielt, der bringt ja Glück, weil es ein Tier, was sowohl an Land als auch im Wasser leben kann. Mehr weiß ich jetzt darüber nicht, aber ist ja das Markenzeichen von Wolfburn. Ja, jetzt wollen wir es doch mal probieren. Du hältst die Gläser, ich schenke ein. Ich darf einschenken. Ja, und André hat natürlich es geschafft, er hat sogar ein richtiges Wolfburn-Glas. Das habe ich noch nicht. Viele. Na ja, schütten wir es wieder rein, wenn es zu viel ist. Aber hier können wir auch mal schön die Flasche noch stehen lassen. Neben dem wunderbaren Benriach. Schmeißen wir natürlich auch noch runter. Oh, ich darf sogar das Wolfburn-Glas nehmen. Ja. Aha, genau. Tja, diese Flasche ist limitiert, André. Ja, da ist eine speziell für die Schweiz eine Abfüllung ist mit 1440 Flaschen.
momentan auch nur über die Schweiz erhältlich, wobei es in einigen Shops schon angeboten wird, aber mit der Option unbekannte Lieferzeit. Genau, in der Schweiz kostet die Flasche so circa 120 Euro, richtig? Ja. Aber dadurch, dass sie so knapp ist, wird es wahrscheinlich, wenn man sie woanders bekommt, dann teurer werden. Und jetzt widmen wir uns diesem Whisky. Weißt du was von der Lagerung? Ich weiß ja nur, dass er relativ jung ist, also auch wieder 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Also er ist in Ex-Bourbon-Fässern gelagert und gefinisht in Ex-Lafroig Quarter Cask. Alkoholstärke weißt du oder soll ich mir mal nachgucken? Ist 55 Fassstärke. Ich wollte gerade sagen, meine Nase ist noch frisch, ich hatte heute noch gar nichts in der Nase oder im Mund, also jedenfalls kein Alkohol. Das merkst du auch gleich in der Nase, habe ich jetzt irgendwie... Alkoholisch, kräftige, fruchtige Frische in der Nase. Aber gleich frisch. Fruchtig. Und irgendwas Grünes. Holzig, aber irgendwas von, nicht eine Frucht, sondern von dem Holz. Also ich habe vorhin mal an der Flasche gerochen, da kam es mir noch intensiver vor, deswegen, ja jetzt habe ich es wieder, ein ganz würziges grünes Holz und das erinnert mich an meine Kindheit. Richtig. Als diesen, also so ein Gestrüpp, haben wir immer Pfeile geschnitzt und das nennt man Holunder? War das Holunder? Nee, das war was anderes. Vogelbeerbaum oder Eberesche. Ah, Eberesche, genau. Ja, genau, mit den schwarzen. Genau, Esche, Eberesche, so grünes Zeug. Weil manchmal gibt es ja auch das grüne Holz vom Holunder, aber das hat noch ein bisschen einen anderen Geruch. Richtig. Das war immer hohl, Holunder. Ja. Und das haben wir immer aus Gag dann geraucht, ne, weil wir ja noch nicht an Zigaretten gekommen sind. Und dann hast du immer halt einen Hustenanfall gekriegt. Nee, das war es dann nicht. Also das war ja dann immer trocken. Aber genau, so eine ganz schöne grüne Holznote. Also wenn man grüne, ja, oder wenn ihr vielleicht so eine Hecke habt. Was die, frisches, frisch geschnitten. Die Ligusterhecken, halten die Liguster? Nee. Diese typischen Hecken? Ja. Typischen Hecken, aber... Nee, aber die riechen anders. Nee, geht schon in die Eberesche. So die Richtung. Das ist die Eberesche. Und jetzt muss ich sagen, heute irgendwie bilde ich mir ein, sogar so ein bisschen grüner Apfel. Könnte ich mir einbilden. Also ja, so ein bisschen fruchtig. Ja, frischer grüner Apfel, dieses Holznote. So in die Richtung würde es... 55%. Hast du schon mal mit Wasser probiert? Nee. Schmeckt der besser? Nein, noch nicht. Slange. Also wie gesagt, leider kann er nicht mit, weil der Fuß verletzt ist. Es wäre eine schöne Reise gewesen. Er hat den größten Schaden hat er natürlich, weil Fluch ist nicht stornierbar jetzt. Naja, was soll's. Wir werden ihm was mitbringen wahrscheinlich. Aber ich habe ja einen schönen Trost gekriegt. Aber fruchtig. Und jetzt, wenn du Luft holst, solange du den Mund zu hast, ist er angenehm und fruchtig. Und sobald du Luft holst, kommt die Frische. Da kommt die Kraft, aber eine Stärke. Die Kraft von das, vom Alkohol, die kommt, ja. die ist da. Aber. Und die Würze. Und jetzt kommt auch, wenn man jetzt nochmal das Aroma nimmt, aufnimmt mit der Nase, kommt nochmal dieses Holz, das kommt so richtig kräftig raus. Ja, und du hattest gesagt, gelagert in Lafroig-Fässern. Mhm. Und wenn die für so junge Whiskys immer die kleinen Fässer nehmen, dann könnte es sein, dass diese berühmten Quarter Cask von Lafroig hier verwendet werden. Die natürlich, ganz klar, in der Fasswand ist noch ein bisschen Holz vielleicht zu spüren, aber die Rauch zu spüren. Aber die geben jetzt nicht so viel Raucharoma ab, aber natürlich eine kräftige Note. Ne? Also die Note ist da vom Rauch. Als ersten Moment merkt man nichts. Steht zwar im Nosting drin, dass ein Rauch da ist, aber... Hm.
ein schön frischer. Ja. Also was Schönes, eine richtig schöne Frische. Aber wenn ich jetzt so vom Geschmack her, man könnte sich fast einbilden, dass Rauch mit drin ist. Also ganz wenn man, minimal. Wenn man diese, also nur im Geschmack, in der Nase habe ich es nicht. Nee, in der Nase ist es nicht. Im ersten Moment auch nicht. Im Abgang irgendwo leicht. Aber ich denke mal, das ist dieser ganzen Geschichte des Lafroig-Fasses geschuldet, dass von dort her dieses Aroma, man kann es bloß als Aroma bezeichnen. Also absolut würzig. Wer den Quarter Cask ja mag, da, gut, da ist natürlich Rauch viel stärker. Aber diese Würzigkeit aus diesen Fässern. Herrlich. Ja, es war eine spontane Entscheidung, deswegen haben wir jetzt auch kein Wasser vorbereitet. Ich würde trotzdem, ich verschwinde mal kurz aus dem Bild, ich nehme hier mal eine Pipette und schütte mal da hinten in das Glas was rein. Ich mach mal, was habe ich jetzt noch drin? Gut. Gut. Und nicht zu wässrig machen. Geht's? Ja. Ich muss ja auch aufpassen, dass ich nicht hier an seinen bösen Fuß komme. Da hätten wir dann ein Geschrei in unserem Video. Einen kurzen Aufschrei. Ja. Und ich fliege durch die Gegend. Oh, nicht unbedingt. Ja, jetzt bricht er auf, jetzt wird er etwas sanfter. Viel fruchtiger. Mhm. So, jetzt kommt sogar eine Süße. Die Süße. Also jetzt habe ich hier eine Süße mit dem Wasser. Ja, jetzt kommt was Süßes. Und jetzt komme ich wieder zu meinen etwas grüneren Granny Smith Äpfeln. Jetzt komme ich so Richtung, da sie süß jedenfalls, könnte ich mit den Äpfeln etwas. Nicht nur reine Süße, diese Säuerlichkeit. Frucht, Süße, Säuerlichkeit, also die süß-sauer. Diese Kombination, mal, ja. Genau. Die ist da. Aber jetzt hast du. In der Nase ist jetzt die Würzigkeit da weg von diesem grünen Holz, oder? Die ist weg. Diese kräftige Würze ist weg. Es ist sanfter, es ist milder, aber trotzdem noch fruchtig. Die Alkoholkräftigkeit, die nimmt er auch weg. Die ist. Genau, ein paar Tropfen Wasser ist aber. Aber die Würzigkeit ist im Geschmack, ist er da. Ist er noch da? Ist er noch da? Ist er noch da? Geht sie nicht weg. Da merkst du die Eiche, da ist was da. Ja. Die Nase ist eher viel fruchtiger. Das ist. Ja, man ist ja auch als. Wie sagt man denn, als Geschenkgeber? Das ist ja Quatsch. Als Schenker? Als, wie sagt man denn da? Du bist der Beschenkte und ich bin der? Schenker. Wie sag ich mal, ich bin der Schenker. Gut. Der Schenker ist ja der Gitarrist von Scorpions, aber gut, okay. Ich bin also quasi der Schenker. Und es ist ja doch schön, wenn das Geschenk auch gut ankommt. Auf alle Fälle. Nicht nur, weil es Wolfburn ist, sondern weil es auch schmeckt. Auf alle Fälle. Und er reiht sich wirklich in der nun mittlerweile bei mir stattlichen Sammlung von Wolfburn ein. Es sind mittlerweile 10 Stück. Vielleicht kann man es mal kurz kippen. Hier unten ist, das Regal muss er anbauen, also unter den Benriga-Flaschen. Naja, man sieht es nicht, weil er hat Glasscheibe davor. Kann man es nicht hundertprozentig sehen, aber er hat schon eine stattliche Sammlung. Na gut, Leute, vielleicht habt ihr Glück. Und habt auch so gute Freunde, die euch mal beschenken. Oder habt die Möglichkeit, einen von diesen seltenen Flaschen irgendwo zu erwerben. Es ist wirklich. Achso, vom Preis haben wir schon was. Ach, habe ich schon gesagt, 120 Euro oder mehr. Ne? Also, wenn man in der Whisky Base sucht, dann findet man die Schweizer natürlich mit Preiswerten 110, 120 Euro. Und auf dem deutschen Markt wird er von einem Anbieter angeboten. Noch mit unbekannten Liefertermin von 139 Euro. Also es ist schon, okay. Aber ist das der Volkmann?
Whisky Tempel? Ja, Glastrup Whisky Tempel, genau. Freund Volkmar. Aber es ist auf schöne Grüße von uns, Volkmar. Ist auf alle Fälle, wo ich sage, ja, sein Geld wert. Also hier bin ich wirklich absolut begeistert. Kann sich an Volkmar erinnern? Da war beim Stand neben uns bei der Tarona. Ja. Also absolut. Ja, wie gesagt, schöner Tropfen. Ist was ganz Besonderes. Und in dem Sinne, bleibt gesund, genießt ab und zu meinen Whisky und ja, nicht, dass es euch so geht wie André, nicht von der Leiter fallen und so wichtige Reisen verpassen. Tja. Kann man nichts machen, ne? Genau. Tschüss. Tschüss.